Ich habe euch letzte Woche gebeten, Kommentare oder Fragen mir zu stellen zu der Reportage «Meine Beziehung zu meiner Vulva». Ich bin überwältigt von den vielen positiven Feedbacks, die ich bekommen habe. Und es lässt mein Herz extrem warm werden. Und ich hätte das wie nie gedacht. Wir haben mit vielen negativen Kommentaren gerechnet, weil wir haben am Anfang den Aufruf gestartet auf unserem YouTube-Community-Tab. Und dort war es so 50-50 von den Reaktionen. Aber dass jetzt so viel Wärme und so viel Verständnis und so viele positive Kommentare zurückgekommen sind, das freut mich extrem. Und zum Beispiel eine, wo mir extrem aus dem Herz geredet hat, das ist der Kommentar von der NB. Krass, stimmiges Thema, gerade auch bei mir. Ich finde es super, um zu sehen, dass ich nicht alleine bin. Oder von der KA, wow, weiter so. Mich hat die Doc unglaublich berührt. Die Enttabuisierung der Vagina und Vulva ist für unsere Welt extrem wichtig. Es ist extrem schön, so Kommentare zu lesen. Und es sind vor allem auch Kommentare von Männern gekommen. Das hat mich extrem gefreut. Männer, die gesagt haben, hey, sie sind mir dankbar, dass ich das Thema aufgenommen habe, die gesagt haben, hey, das habe ich nicht gewusst. Oder so wird vieles für mich klar in meiner Beziehung, die ich jetzt lebe. Ein Kommentar hat mich besonders berührt, und zwar kommt der von Harry Haller. Ich, Mann, Generation deiner Großeltern, bin zu Tränen gerührt von deiner Offenheit. Danke für diesen besonderen Einblick in dein Intimstes. Es wird mich bestimmt durch den Tag begleiten. Das ist wahnsinnig schön, wenn auch so Generationen von diesem Film berührt worden sind. Es gibt natürlich auch Reaktionen, die gesagt haben, hey, das ist mir viel zu persönlich, das ist mir zu intim, über das würde ich nicht in der Öffentlichkeit reden. Jemand hat geschrieben, sehr eindrücklicher und intimer Einblick. Ich als Mann fand es so sonderbar zu sehen, wie sehr du dich überwinden musstest, das Pendant eines Körpersteils, das für mich wie eine Hand oder Bein ist, schon nur zu berühren. Ich glaube aber, dass dies stark mit der Sichtbarkeit und den verbundenen Problemen einer Vagina wie Menstruation oder eben Geburt zusammenhängt. Ein Penis ist mehr oder weniger einfach da, wie eben eine Hand. Mir ist aufgefallen, dass wir Frauen in unserem alltäglichen Leben unsere Vulva eigentlich sehr, sehr selten anlangen. Also, wenn ein Mann aufs WC geht, dann nimmt er schon mal den Penis gefühlt 7-8 Mal pro Tag in die Hand. Also es ist einfach wie eine absolute Selbstverständlichkeit. Bei uns ist immer ein Papier dazwischen, auch wenn wir uns vor den Spiegel stellen. Wir sehen unsere Vulva eigentlich nicht direkt. Also es braucht viel Bewusstsein und es braucht einen bewussten Entscheid von uns Frauen, um unsere Vulva überhaupt anzuschauen oder anzulangen. Und ich glaube, dieser Unterschied führt wahrscheinlich auch dazu, dass es einfach für Männer oder für Menschen mit einem Penis viel selbstverständlicher ist, um das Körperteil einfach anzunehmen. Die Alva W. hat geschrieben, ich finde es mega, dass du den Mut hattest, dieses sehr persönliche Thema anzusprechen. Das Thema ist eigentlich entstanden, weil ich ursprünglich für eine andere Sendung verschiedene Formen von Sexualtherapien recherchiert habe. Und beim Recherchieren ist mir aufgefallen, dass ich ja eigentlich eine Kundin von dem Ganzen bin. Also, dass es mich ja selber auch interessiert, weil es für mich schon lange ein Thema ist, meine Sexualität, was für Blockaden das ich habe. Und bin dann eigentlich so auf die Idee gekommen, hey, vielleicht muss ich ja eine Sendung zu dem machen. Und ich bin dann zu der Ilona gegangen und die Ilona hat mir einfach bestärkt mit ihrem Wesen und mit ihrer Empathie, die sie hat, dass ich mit ihr eine wahnsinnig starke Partnerin an meiner Seite habe, die mich sehr unterstützt und mir viel Raum lässt und ich ihr wirklich kann voll vertrauen. Und so sind wir dann eigentlich auf das Thema gekommen, dass man meine Geschichte aufarbeitet, dass ich Protagonistin werde. Und das hat mich wirklich am Anfang schon auch ein bisschen Überwindung braucht und Mut braucht. Und ich musste den Rahmen für mich abstecken, was ich erzählen will, wie weit ich gehen will, weil schlussendlich tue ich mich extrem exponieren. Also alle wissen jetzt, wie es um meine Vulva und meine Sexualität steht. Aber ich bin schon immer in meinem Leben eine eher mutige Person gewesen. Ich tue mich gerne exponieren und es ist mir sehr wichtig, dass ich einen Impact machen kann. Und durch das wollte ich andere Frauen, andere Männer, andere Menschen erreichen und ein Verständnis dafür zu schaffen. Ich bin
Unglaublich froh haben wir das gemacht. Eine weitere Frage ist gekommen, und zwar: Ich kenne das Wort Yoni aus einer anderen Sprache und da wird dieses nie laut öffentlich ausgesprochen. Woher kommt es, dass die Scheide Vulva immer öfters mit Yoni bezeichnet wird? Yoni kommt aus dem Tantrischen, ist ein tantrischer Begriff, stammt aus Indien und ist ein Sanskritwort. Und das Schöne an diesem Begriff ist, dass es das ganze weibliche Geschlechtsorgan eigentlich ablichtet. Also es inkludiert die Vulva, die Vagina, die Klitoris, die Eierstöcke und die Gebärmutter. Und in unserem deutschen Sprachraum existiert eben eigentlich kein Wort, das für das Ganze spricht. Tantra und Yoga und die indischen Lehren sind heute fixer Bestandteil in unserer Gesellschaft und ich glaube, darum wird auch der Begriff Yoni häufiger verwendet. Und ganz schön ist, dass Yoni auch Mutterschoss heisst, also dort, wo alles Leben entsteht. Ein Mann fragt: Also, für mich als Mann ist es wirklich extrem, ja schon fast unmöglich nachzuvollziehen, was da überhaupt abgeht. Wenn man in Nebensätzen noch gesagt bekommt, ich habe damit etwas zu tun. Diese Verkopfung von Körpergefühlen, das ist das Gegenteil von dem, was ich als gesund empfinde. Wer sagt den Mädels, dass sie sich für ihre Vulva schämen müssen? Männer? Für Jungs ist das doch der heilige Gral. Das war schon vor 40 Jahren so. Dass es für dich schwierig ist, das nachzuvollziehen, wie ich mich fühle, das ist für mich absolut klar. Du hast nicht geboren als Mann, hat man sehr wahrscheinlich auch eine andere Beziehung zu seinem Geschlechtsorgan. Ich glaube aber nicht, dass es eine Verkopfung ist, sondern es ist ein Gefühl, das über Generationen uns Frauen weitergegeben worden ist. Meine Grossmutter zum Beispiel, die hat garantiert nicht über ihre Sexualität dürfen reden, nicht wollen reden. Das war dort ein extremes Tabu gewesen. Und das sind erst zwei Generationen vor mir. Und wenn wir jetzt also in die heutige Zeit schauen, der Penis, jedes Kind malt den Penis an irgendeiner Hauswand. Und die Vulva, die ist absolut unterrepräsentiert. Ich glaube auch, dass Kinder vielleicht noch nicht mal wissen, wie eine Vulva aussieht. Und es geht dann weiter, dass das Wort Penis vielen Leuten einfach ganz einfach über die Lippen flutscht. Wenn man aber anfängt, über das da unten reden, was eben das Problem ist, Vulva, Vagina, das fällt vielen Menschen schwer, also auch Frauen. Und das zeigt mir eigentlich auch, dass wir, also dass die Vulva noch nicht Normalitätsstatus in unserer Gesellschaft bekommen hat. Tamarisli hat für mich sehr einen wichtigen Kommentar geschrieben. Als angehende Hebamme denke ich auch noch daran, ob du mit deiner damaligen Hebamme oder so deine Geburt aufarbeitend besprechen möchtest. Das bieten eigentlich fast alle Häuser an. Hast du daran mal gedacht? Ich bin wahnsinnig dankbar für den Kommentar, weil ich habe nämlich schon gehandelt. Ich habe gestern am Krankenhaus angerufen und mit der leitenden Hebamme geschwätzt und gefragt, ob sie die Gespräche anbietet. Und sie hat gesagt, natürlich. Ich habe kurz mit ihr meine Krankenakte oder den Geburtsbericht angeschaut und sie hat mir wie so die einzelnen Punkte bestätigt, dass es eine sehr lange Geburt war, es ist ein Geburtsstillstand passiert und hat gesagt, es sei wirklich, wirklich wichtig, dass ich das Thema nochmal mit der Hebamme anschaue. Und sie hat auch gesagt, es kommen sehr viele Frauen wieder zurück ins Spital und zwar zum Teil wirklich auch 10 Jahre später, weil es einfach Zeit braucht, bis man bereit ist, um das Ganze wieder zu thematisieren, wieder anzuschauen. Und ich habe jetzt einen Termin mit meiner Hebamme, die mir damals geholfen hat bei dieser Geburt. Und es hat mir extrem viel geholfen, dass ich das Telefon gemacht habe. Und ich weiss, in 2 Wochen kann ich das Ganze nochmal anschauen und vielleicht gibt es mir dann ein bisschen mehr Klarheit. Da ist noch ein Kommentar von einem Mann. Die finalen Worte von ihrem Mann haben mich zu Tränen gerührt. Wie ihr gesehen habt, hat es mich auch zu Tränen gerührt. Und der Satz, den David mir gesagt hat am Schluss von dieser Reportage, das hat er mir so noch nie gesagt. Und das ist extrem schön gewesen. Wir haben im Vorfeld natürlich viel über das geredet, aber die Reportage hat uns noch viel näher zusammengebracht und wir mussten natürlich viel intensiver über die Thematik reden. Ich habe ja müssen handeln, ich musste in die Workshops gehen, ich musste über das Erlebte reden. Und es zeigt mir auch, dass es sehr wichtig ist,
einen unterstützenden Partner, eine unterstützende Partnerin an eurer Seite zu haben, die euch auf dem Weg begleitet, weil wir sind beide zusammen im Boot. Der Tom Baumann fragt, warum gehst du das Ganze nicht tiefenpsychologisch an, um zu schauen, ob durch die Geburt vielleicht etwas bei dir wieder hochkommt? Es könnte ja sein, dass deine eigene Geburt auch problematisch war. Das ist sehr ein guter Input, weil Traumas sind etwas, was passiert, was mit dem Körper passiert, wo du keine Kontrolle mehr darüber hast und wo deine Bewältigungsmechanismen das nicht mehr handeln können. Und das löst sehr viel aus und ich glaube, vieles von dem ist wirklich in meinem Unterbewusstsein verankert. Und das ist mein Plan, dass ich in Zukunft das Ganze will, in einer Sexualtherapie oder in einer Gesprächstherapie als Ergänzung zu diesen Workshops und zu diesen Seminaren, die ich schon besucht habe und noch weiterhin vorhand zu besuchen, weiter auch anzuschauen. Weil es hat mir auch gezeigt, es war eine dramatische Geburt, aber es spielt sehr vieles andere noch mit, wo vielleicht in meiner Kindheit passiert ist oder auf meinem Lebensweg gewisse Situationen passiert sind, wo dann schlussendlich das Ganze kanalisiert und zu dieser Blockade geführt haben. Frage: Wie sollte denn in deinen Augen eine sogenannte gute Beziehung zu deiner Vulva aussehen? Diese Frage habe ich mir schon lange gestellt und eigentlich möchte ich einfach eine Beziehung zu meiner Vulva haben, wo ich sagen kann, hey girl, you're good, ich mag dich, du gehörst zu mir, du bist Teil von mir, ich finde dich mega cool, ich nehme dich an, so wie du bist, du gehörst zu mir. Also momentan fühle ich mich so, als wäre ich Susanne und meine Vulva ist irgendwo da umschwimmen. Und es ist mir wie auch bewusst geworden, dass es eigentlich, klar, ich habe ein Problem mit meiner Vulva, aber ich muss meiner Vulva vielleicht auch ganz viel Trost spenden und sie wieder annehmen. Weil sie hat Unglaubliches geleistet, wenn ich jetzt an die Geburt denke. Sie hat sich aufgetan, sie hat das Kind auf die Welt gebracht, sie hat sich komplett verrissen. Also es muss wie so eine Beziehung entstehen, wo wir miteinander beide kommunizieren und ich nicht sie ablehne, sondern ich sie annehme und ja, trösten, damit wir beide wieder eine versöhnliche Beziehung haben können, wo wir beide als starke Löwinnen in die Welt rausstehen können. Das war es. Danke viel mal für euer Wort und euren Support. Und ich kann natürlich weiterhin kommentieren. Ich beantworte sie gerne für euch, auch in Zukunft. Und wenn ihr noch mehr Rec-Folgen wollt sehen, dann abonniert doch den Kanal.